Wir waren am Wochenende mit unserem Patenschaftsprogramm auf dem FDP-Bundesparteitag und konnten mit vielen politischen EntscheidungsträgerInnen auf die politischen Gefangenen im Iran aufmerksam machen, auf die aktuelle Lage im Iran aufmerksam machen, den Krieg gegen Frauen, den das Regime im Inland führt. Wir haben uns sehr gefreut, beispielsweise mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner über das Thema Iran zu sprechen, aber auch mit anderen sehr bekannten Persönlichkeiten aus der FDP, wie beispielsweise der Bundesverkehrsminister Volker Wissing, aber auch viele andere Abgeordnete, die uns schon seit langem als politische PartInnen und als Allies unterstützen. Und das ist eben das Besondere an unserem Patenschaftsprogramm, an unserer Arbeit, dass sie überparteilich ist, dass wir mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten und gut zusammenarbeiten. Und wir bedanken uns sehr, dass wir diese Möglichkeit hatten und bitten euch auch, seid weiterhin mit uns Schallverstärker für die politischen Gefangenen im Iran.